Hey Leute und willkommen zurück zur Finalstaffel von LS19. Ihr wisst es, ihr habt die anderen Folgen auch gesehen, was soll ich anders sagen? Wir sind im Finale von Sibasusum. Jürgen ist fleißig dabei, irgendwie die Ballen wieder rauszukriegen, nachdem ich sie 5 Folgen lang da probiert habe reinzukriegen. Verkaufen wir sie jetzt, aber was sollen wir machen? Wir wollen alles verkaufen. Wir wollen das Projekt nicht einfach so zu Ende bringen. Dafür ist diese Map zu gut und vielleicht kommt sie auch im LS19 raus und vielleicht könnten wir uns ja überlegen, hier nochmal drauf anzufangen. Das weiß ich aber nicht. Und so, jetzt haben wir die zusammen. Ja, Jürgen ist noch fleißig dabei, ran zu verkaufen. Wie gesagt, Jürgen ist auch dabei. Hallo, ein wunderschön. Es ist immer noch... wir sind in der Weihnachtswoche. Das ist Folge 5. Es müsste rein theoretisch Freitag sein. Den einzigsten Tag, wo ich arbeiten muss die Woche. Ja, schade aber auch. So... ich bin dabei, wir bringen jetzt schnell die Hänger weg. Jürgen meinte, er braucht die nicht mehr. Ich bin auch der Meinung, dass ich die nirgendwo mehr brauche. Deswegen bringen wir die mal schnell mit dem Manns weg. Der ist einfach schneller. Da können wir schnell mal das lange Gespann wegfahren. So. Das ist super. Dann fahren wir jetzt mal. Und ja, was gibt es Neues zu erzählen? Gibt gar nichts Neues. Wir nehmen gerade eine Folge nach der nächsten auf. Ich will mal überlegen, ob wir das sowieso heute noch alles schaffen. Ja, ich bin am Verkaufen. Jürgen macht das. Welches Thema hatten wir die letzte Folge? Ach ja, Minecraft, ne? Genau, über Minecraft haben wir geredet in der letzten Folge, Jürgen, ne? Genau, Minecraft. Genau, und da bin ich jetzt am... da war ich ja noch nicht fertig. Deswegen, ich musste leider die alte Version nehmen. Hab mir jetzt schön ein paar Mods drauf getan und muss deswegen einen neuen Spielstand anfangen. Aber fangen das Gott sei Dank jetzt auch sofort gleich an, statt ich jetzt 14 Folgen spiele und ihr auch 14 Folgen guckt. Und dann denkt ihr, oh, jetzt fängt er echt wieder von vorne an. Deswegen, nach 2 Folgen ist das, glaube ich, noch ein bisschen vertretbar. In den ersten 2 Folgen haben wir in der letzten auch nicht viel gemacht. In dieser Folge haben wir vielleicht auch nicht wirklich, was heißt nicht viel geschafft. Wir haben unsere kleine Base gebaut, eine kleine Basis. Ihr könnt hier einfach reingucken, Jürgen auch. Und wenn ihr Fragen habt, stellt es in die Kommentare, ihr wisst es. Oder lasst mir Feedback da, das würde mich aufreuen. So, Moment, das haben wir verkauft, sehr schön. Und vielleicht kriege ich auch Jürgen dazu, Minecraft zu spielen. Das wäre was ich. Ja, schauen wir mal. Also ich muss mir erstmal ein Bild davon machen, ob das überhaupt ein Spiel für mich ist. Der Grundgedanke ist eigentlich, du spawnst irgendwo auf der Welt. Du musst dir das vorstellen, das ist rein theoretisch, hört sich ja doof an, das ist eine simple Variante von Scum. Aha. Du spawnst einfach irgendwo und hast nichts. Rein theoretisch fängst du an, du haust den ersten Baum um, mit der Hand, das ist zwar ein bisschen komisch, kannst aber machen. Aus den Baumstämmen machst du dir Bretter, aus den Brettern machst du wieder eine Crafting-Kiste, also wo du immer alles ran baust. Dann suchst du dir am besten Schafe, von denen kriegst du Wolle. Dann baust du dir aus Holz und Wolle ein Bett. Und wenn du da drin einmal geschlafen hast und egal wo du stirbst, spawnst du immer wieder bei dem Bett. Aber deine Sachen sind natürlich weg, wenn du stirbst. Ja, genau. Oh, jetzt fängt schon wieder an zu hacken. Nee, jetzt schon wieder weg. Auf jeden Fall, das einfachste Werkzeug, was du herstellen kannst, sind Holzäxte. Holz, alles mit Holz, Holzspitzhacke, Holzaxt, Holzschaufel, eine Hacke gibt es auch, eine Hake für Felder anlegen. Es gibt auch Feuerzeug, es gibt alles. So, und auf jeden Fall fahre ich jetzt, glaube ich, gerade in den Baum rein. Nee, doch nicht. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Dann kommt Stein. Die nächste Variante von Werkzeug, Steinwerkzeug. Das nächsthöhere ist dann Eisenwerkzeug. Und das allerbeste vom Besten ist Diamantwerkzeug. Bronzezeit gibt es nicht. Ja, es gibt bestimmt Mods, wo du sagen kannst, warte mal kurz. Zurück. Leute, Moment. Ey, wir haben aber schon 21 Schweine im Stall, Jürgen. Ja? Ja, ja. Wir haben 21 fertige... warte, wir können mal gucken. Ich habe, glaube ich, 2... wie viele Ferkel? Ich habe...
Jetzt noch 49 Ferkel drin. Ich habe zwei. Hä? Ja gut, jetzt zeigt er doch keine Schweine an, aber wenn ich ablade, sehe ich Schweine. Ich hatte zwei Fuhren Ferkel hingebracht mit den Großen. Ich habe zwei Fuhren Ferkel hingebracht mit den Großen und jetzt 21 Schweine schon drin. Hast du mal probiert, die abzuladen? Schweine? Ja, hast du die mal probiert Ich abzuladen? habe noch gar keine verkauft. Ich habe nur. Nee, ich meine, in deinen Mastbetrieb. Nee. Weil Ich habe ich. Ja? hab nur Ferkel damals welche gekauft. Genau, die habe ich auch gekauft. Ich habe mit den großen, hier passen 49 Ferkel rein. Ich habe, Ja. glaube ich, zwei Fuhren oder drei Fuhren Ferkel geholt. Ich glaube, das waren nur zwei. Zwei Fuhren Ferkel hatte ich geholt. Und jetzt habe ich 21 Schweine drin. Schon. Ich. Irgendwas ist so verkehrt. Ja, weil er hat unten auch in der Prozentzahl gerade nichts gezeigt, aber wenn ich rückwärts rangefahren bin, konnte ich Schweine abholen. Aha. So, und jetzt gucken wir mal, wo kann man Ferkel irgendwo verkaufen? Bestimmt. Ja, kannst du. Vom Viehhändler. Wo ich die auch gekauft habe? Ja, da verkaufst du gleich vorne an am Tor. Okay, dann fahre ich da mal hin. Nehme ich erstmal Ferkel mit und Schweine kann ich dann die nächste Tour fahren. Ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt. Ich glaube, wenn du jetzt bei dir ranfahren würdest, da hast du bestimmt Schweine. Jede Menge. Das testest du nachher, ne? Nee. Ne? Irgendwie muss das verbuggt sein. Ich glaube, da hast du Schweine. Weil ich habe jetzt zwei Fuhren gebracht und ich habe die erst letzte Folge hingebracht. Also, wir haben jetzt circa fünf Folgen aufgenommen. Und in den fünf, sechs Folgen, die ich aufgenommen habe, sind schon 21 Schweine da gespawnt. Müssen wir mal Macht mich aber gucken. nachdenklich. Mich auch. Vielleicht ist die Anzeige auch passt nicht richtig. So, auf jeden Fall. Ich glaube, das war da hinten, oder? Warte mal. Aber das hätten sie doch beim Update doch geändert. Vielleicht ist auch noch kein wirklich aufgefallen. So war mal hier geradeaus. Ich keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwas passt nicht, aber auf jeden Fall sind da 21 Schweine drin. Ich habe zwei, drei Fuhren Ferkel hingebracht und 21 Schweine sind schon da. So, dann fahren wir auf jeden Fall, glaube ich, wir müssen zwei, drei, noch zweimal fahren. Die Schweine können wir in eins mitnehmen. Aber die Ferkel, da glaube ich, da waren gerade noch ein paar über. So. Der 6L war so langsam. Dann nimm noch den anderen. Ah, der ist ja noch kleiner. Entschuldigung. Wie schnell fährt er denn? Ja, jetzt 25, 30 km/h. Ja, gut, wenn ich hier verkauft habe, kannst du ja dann Ne, die langsam. langen Gut, dass Strecken du. hier mitfahren. Und ich muss gestehen, ich dachte, wir sind in so einer Stunde sind wir fertig mit Aufnehmen. Nee. Ich Das ist hätte Handarbeit. doch mal Jürgen fragen sollen, was er schätzt, wie lange man braucht. Ja gut, wir verkaufen ja auch wirklich alles von Hand. Wir hätten es ja auch einfach alles im Menü verkaufen sollen. Das wäre aber doof. Das hört ihr bestimmt gerade, das Tippen. Dann machen wir das so. Schweinchen sind auch weg. Weil wir können ja nicht den Hof verlassen und die Schweine am Hof lassen, ne? Deswegen müssen wir sie auch verkaufen. So, jetzt fahren wir mal die nächste Fuhre holen. Oh, wem sehe ich denn da auf der Map? Achtung, Achtung, hier ist der FFH, Geisterfahrer von links. Ach, von links kommst du. Oh, ein großer Geisterfahrer. Wo fährst du Macht lang? Platz, macht Platz, macht Platz, macht Platz. Ach, du fährst da auch hin. Ja, logisch. Ach ja, stimmt, da kann man auch Ballen verkaufen, ne? Ja, nur da. Wo soll ich denn sonst Stroh Ich glaube, verkaufen? man kann auch bei den anderen Bauern verkaufen. Das Ich glaube, wusste ich. Bauer Lührs nimmt auch an. Guck mal rein. Ich glaube nicht. Warte. Stroh. Doch, Bauer Lührs nimmt auch an.
Aber da, wo du gerade bist, kriegst du sowieso am meisten. Da kriegst du 6 Euro mehr.6 € mehr oder nicht? Ja, das ist, kannst da oben hinfahren. Oder wie du willst. Ich weiß ja nicht, welcher Weg am kürzesten ist. Passt schon. Aber zurück nochmal zu Minecraft. Ich war ja dabei. Ich habe jetzt vorhin in der letzten Folge aufgenommen, habe ich die erste Mauer gebaut. Ich hatte gestern Abend bestimmt so 1 bis 2 Stunden bin ich durch die Gegend geflogen. Es ist ein theoretischen Cheat. Du kannst eingeben, dass du Kreativmodus. Kreativmodus ist halt, wo du unendlich Steine hast und einfach nur bauen kannst, ne? Und da kannst du auch rumfliegen. So, und das habe ich auch gemacht, um mal schnell ein Stückchen Land oder Welt zu finden, wo ich weitermachen kann, weil ich hatte es in der anderen Folge, habe ich ja auch lange gesucht, glaube ich, 1 oder 2 Folgen habe ich gesucht. Und da habe ich jetzt direkt angefangen, hatte ich so einen schönen Berg gefunden, wo auch so ein Loch drin ist, wo so eine riesige Höhle einmal so durchgeht. Und da will ich mich jetzt einfach unten reingraben. Da habe ich jetzt die erste Wand gezogen, das wird eine schöne Mauer. Also bevor das Haupttor kommt für die Zwerge, wo es ins Zwergenreich geht, kommt erstmal ein großes Tor mit auch 2 großen Türmen baue ich hin. Ah, da habe ich richtig Lust drauf. Und du bist halt Kreativität, kannst du alles machen. Das ist ja das Gute. Ja, wüsste schon, was ich machen würde wieder. Jürgen, ich muss zurückrudern. Ich habe doch nicht 21 Schweine. Ich habe nur, Ist nur eins, ja? ja, nicht mal 0,6116670 und so weiter. Schweinepest. Ja. Gut, dann haben wir den Stall halt leer. Dann müssen wir uns an den anderen Stall nochmal ranfahren. So, großes Geschütz, rückwärts. Platt ist das Land. Da siehst du wirklich am Montag schon, wer am Freitag kommt. Ja, hier sind auch nur mal 8 Schweine drin in der Muttersauen. Die bringe ich jetzt auch noch mal schnell weg. Dann haben wir die auch weg. So. Sag mal, die Halle, kannst du die verkaufen? Die kann ich auch verkaufen. Soll ich verkaufen? Verkauf mal. Normalerweise schon. Ja, da. Geh weg. Oh, herrlich, wunderbar. Alles klar. Danke, danke. Bitte, so Kärcher verkaufen. Ist aber nicht mehr zu viel zu verkaufen, ne? Kann ich das nicht abkoppeln? Willst du den aktuellen Stand hören, den wir jetzt haben, oder erst später? Haben wir denn? 1.335.698. Ich werde den Scheiß von laden müssen. So. Wir hätten von vornherein mal vielleicht die Halle verkaufen sollen, wäre besser gewesen, oder? Ja, genau. Kannst du mal den Frontlader mal verkaufen? Den Einfach so. Frontlader, warte. P. Oh, warte mal. Nee, das kannst du nicht. Soll ich Brauchen wir? verkaufen? Ich werde den Frontlader nicht los. Nee, lass mal dran. Lass mal sein. Lass mal sein. Okay. Passt schon. Kriegen wir hin. Okay. Den brauchen wir ja nachher für die Gabeln zum Verkaufen. Die habe ich gerade schon so schnell verkauft. Die haben wir hier noch, die Ach so, beiden. die, ja, die beiden Gabeln. Ich habe gerade noch die Palettengabel. Ne, was war das? Die kleine Schaufel und die Palettengabel habe ich gerade jetzt mal so verkauft. Den
Kärcher habe ich so verkauft, der geht ja nicht anders. Und das Maisgebiss, das hatte ich vergessen, was dahinter ein Drescher stand, das hatte ich auch nochmal schnell so verkauft. So, das ist jetzt die letzte Fuhre mit dem Tierhänger. Dann kann ich den auch zurückgeben, aber der war ja nur gemietet. Den kann ich hier stehen lassen, das hat der Händler gesagt, der holt den hier ab. Das finde ich nett von dem. So, dann fahren wir hier gleich mal wieder rückwärts drauf. Und rum. So, und rum um die Kurve. So, zack. Haben wir geschafft. Und zurück. So. Sehr schön. Alle Schweine weg. Ah, falsch, Knopf. So, Parkdings. Was gehört uns? So, jetzt sind wir unseren Tiertransporter auch los. Brauchen wir den Manns eigentlich noch? Ich brauch den nicht. Brauchen wir nicht für irgendwas noch wegfahren? Nee, ne? Brauch den nicht. Dann ziehe ich gleich durch und bringe den auch gleich zum Händler. Ja. Dann gebe ich. Also, ich habe noch drei Fuhren, dann bin ich auch fertig. Sehr schön, dann. Müssten wir es ja. Die Halle hätten wir eher verkaufen sollen. Ah. Ja, gut, wir mit den Rest haben wir auch nicht. Dann können wir ja glatt noch eine Folge machen, dann sind wir fertig. Jo. Passt ja, also bis zwei habe ich Zeit. Sehr schön. Die Folge geht jetzt noch mal so 4-5 Minuten. Jetzt habe ich mich jetzt verfahren. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, jetzt muss ich hier lang. Okay. Und dann passt das ja. So, dann verkaufe ich den. Dann verkaufe ich auch schon den. Oh. Jetzt bin ich aus Versehen in den falschen reingesprungen. So, dann verkaufen wir jetzt den guten Manns, der uns sehr gute Dienste gebracht hat. Und Jürgen war auch ganz begeistert von dem Manns. So, zack. Und verkaufen, sehr schön. Jetzt nehmen wir den hier mit. So, ach, unser gutes Saatgut. Ach, hier ist auch noch Getreide drin. Boah. Mist. Aber das verkaufen wir jetzt so. Da sehe ich gar nichts. Dann fahren wir mal so. Ob man so überhaupt fahren darf, ich bezweifle es. Senken. Kann man den noch senken? Ja, sieht besser aus. Dann können wir mal G. Den senken wir auch mal. Sehr schön, dann kann man auch besser fahren. So. Dann bringe ich jetzt nochmal schnell unsere Mulden weg. So. Ah, die knappen 1,5 Millionen schaffen wir nicht mehr. 1,5 Millionen schaffen wir nicht. Das wird, glaube ich, zu eng. Das wird, glaube ich, zu eng. Da sind die nächsten Ballen. Oh, Jürgen hat wieder Ballen verkauft. So. Das Feld haben wir auch verkauft. Das ist sehr schön. Haben wir alles wieder verkauft. So, wie die letzten Folgen haben wir, Leute, haben wir ja alles verkauft. Ihr wisst es ja. Wir machen jetzt hier kein Hexenwerk. Nichts Besonderes. Das ist so der Abschluss. Wir wollten nochmal alles verkaufen. So. Wie bitte? Bin schon wieder auf dem Rückweg. Ah, du bist ja ganz leise. Porsche mal, Entschuldigung. Okay. So, ich fahre gerade die Mulden weg. Da ist zwar auch noch ein bisschen was drin, aber egal. Zack drauf. So, und ab dafür.
Der Traktor ist auch weg. Jetzt kann ich gar nicht mehr aufs Feld springen. Weil wir nichts mehr haben. Musst du zu Fuß laufen, ja? Ah, das Schweinegehege. So. Ach Mist, ich hätte den doch noch behalten sollen. Da Ja, dann jetzt. leih dir was. Ach, nee. Bei der Kohle, die wir jetzt haben. Ja, ne? Dann, warte mal, es ist aber nur eine Sache, die ich eigentlich wegfahren muss. Dann leih dir doch einen kleinen Hurlimann oder was weiß ich. Nein, wenn wir, jetzt haben wir das Geld, Jürgen. Jetzt haben wir das Geld. Oh, jetzt springt's. Jetzt nehmen wir einen, den ich noch nie gefahren hatte. Tausender Pfennig. Na, gucken wir mal hier durch. Jetzt können wir uns das mal leisten. Oder den großen Case. Warte, was haben wir denn hier so Schönes drin? Den will ich nicht. Den auch nicht hier. Den nehmen wir. Mieten. Motorausführung, warte zurück. Die große natürlich. Wie viel PS haben wir? Ah, nur 646. Ah, der große Case, ja? Oh, ich stehe. Nee. Starke. Oh, jetzt haben wir einen Satz nach vorne gemacht. Komm, du darfst einmal reinspringen. Du darfst reinspringen, Jürgen. Spring rein. Ach du Scheiße. Den kannst du behalten. Den kannst du behalten. Den Ich kannst du behalten. wollte ihn schon immer mal fahren. Den habe ich damals zum Verdichten genommen. Ja, ich hatte zum Verdichten immer schöne so eine russische alte Schreckschraube hier so ein. Alte Schlepper, ne? Ja, so ein wie heißt denn der? Ach, auch mit Ketten. Oh. Bulldozer. Ich habe den genommen hier zum Verdichten auf der Great County. Okay. Hat sie gekauft oder geliehen? Gekauft. Was Alter. heißt gekauft? Der war mit dabei. Bei irgendeiner Karte dabei. Okay, schon standardmäßig? Standardmäßig, ja. Hat er sich vertan gehabt bei irgendeinem Update. Und dann hatte ich wieder abgedatet, da war er weg. Aber so, der fährt nur 43. Ja, er ist ein Schlepper. Er ist nicht für die Straße gedacht. Na gut, dann fahren wir jetzt mal hier über, fahren wir mal durchs Wasser. Oh, da haut er aber auch einfach durch, ne? So, Leute, dann fahren wir jetzt auch einfach mal querfeldbeet. Der Nachbar, der wird sich bedanken. So. Wieso? Du machst doch Entwässerungsgräben oder Entwässerungsfurchen. Was soll denn das? Ja, stimmt Wir sind in natürlich. Schleswig-Holstein, das ist nass. Junge. So. Ich muss zugeben, ich hatte so einen noch nie. Dafür war mir das Geld zu schade für solche teuren Maschinen. Du wirst um LS19 nicht drum rumkommen. Teure Maschinen, große Maschinen. Kleine Geräte, große Maschinen. Sonst kommst du die Berge nicht hoch. Da fällt's Ja, drauf. müssen wir mal gucken. Vielleicht kommt ja da bald der Mod raus. So. Was wollte ich denn jetzt wegbringen, ja? Eigentlich nur das. Nur das. Oh, das war jetzt auch nicht so teuer, den zu mieten. Nee. So. Aber wenn du mietest im LS9, nee, war es im 9? Ja, doch 19. Wieder stundenweise, ne? Ist Stundenpreise? Ja, kein Tagespreis. Sondern Okay. es geht wirklich stundenweise. Und jede angefangene Stunde zählt. Na gut, Und das ist. richtig, richtig teuer. Ja gut, da musst du ausrechnen, was günstiger war. Leihen. Aber pro Stunde? Ich wollte mir einen Feldhäcksler ausleihen. Der soll mich pro Stunde 24.000 kosten. Ja, das ist richtig teuer. Aber ein bisschen übertrieben. Ja. Teuer. Vor allem, ich habe mir ja Maisfeld gekauft. Ach Mist. Jürgen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ha, wir Gut, wollen eine ja Folge noch. müssen wir noch. Genau, wir wollen ja noch eine Folge. Dann haben wir bis Samstag alles eigentlich aufgenommen. Sehr schön. Ja, Leute, wir wollen euch zwar jetzt nicht abwürgen, aber wir wollen noch eine Folge drehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge bei Let's Play LS17. Ihr wisst Tschüss, es. bis morgen und schlaf gut. Genau, bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.